Kleinkindchen. Nächster Vlog, nächste Woche, nächster Vlog. Den letzten gab es ja im Doppelpack. Nein, in zwei Teilen. Weil der doch mal sowas von lang war. Ich weiß nicht, was da los war. Ja. Naja, gut. Mal sehen, wie lang der Vlog jetzt wird. Ich meine, irgendwo ist es ja schön. Man hat ja viele Erinnerungen für diese Woche, aber über zwei Stunden ist schon. Normalerweise war da noch ein bisschen länger. Ich habe schon ein bisschen was rausgeschnitten und so weiter. Ein bisschen überflüssigen Kram weggemacht. Und ein paar Sachen halt in Schnelldurchlauf mit Musik und so. Aber es ist trotzdem ganz schön heftig, 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 heftig. Jo, was noch? Wir haben schon gleich 2 Uhr. Gleich gibt es was zu essen. Ich habe so Hunger. Ich hoffe, mein Spiel hat ein Spiegelei. Nom, 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 nom. Jo. Und sonst haben wir nichts weiter gemacht. Und mein Wettbewerb. Der Wettbewerb, dem ich teilnehmen will, der hat sich auch ein bisschen geändert. Auch der Einsendeschluss ist ein bisschen nach hinten verschoben worden. Und ich habe gemerkt, dass meine Geschichte zu kurz ist. Vorher war nicht angegeben, wie lange die Geschichten sein müssen. Ich habe gedacht, so 50.000 Seiten, Wörter ist schon okay. Aber jetzt müssen es mindestens 55.000 sein. Ich habe gerade mal 52.149. Also wahrscheinlich noch ein bisschen anders, damit ich es bearbeitet habe. Noch, aber nö, das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen sehr blöd. Muss ich noch ein bisschen länger machen. Da muss ich mich immer mal ransetzen. Na gut, aber nicht heute. Die nächsten Tage werde ich damit verbringen, ein bisschen mehr zu lesen. Da liegen meine Neuzugänge. Ja, und das wird wieder ein Neuzugänge-Video und ein Lesemonat geben. Für den Fall, dass das noch nicht online ist. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass das schon online ist. Ja, ich bin ein bisschen müde. Ich bin nicht müde. Am nächsten Tag sage ich, ich bin nicht müde. Furchtbar. Na gut. Ich habe vorhin auch wieder einen Blogpost geschrieben. Denke ich auch ein bisschen hinterher. Ich muss das aber erstmal die Woche bearbeiten. Und dann kann ich anhand des Videos sehen, was denn war und um den Blogpost zu verfassen, weil ich nichts mitgeschrieben habe, außer an einem Tag ein bisschen. Ja, und dann, wenn das wieder aktuell ist, dann ist alles sehr schön, dann kann ich auch wieder mitschreiben und so weiter und so fort. Ja. Ich liege irgendwas gerade, oder speichert der erste Teil des Vlogs gerade. Ich bin gerade fertig geworden mit Bearbeiten. Und ich habe so Hunger. Ja, da hat ihn heute nicht rausgebrüht, sondern so schön scheint, sieht man das. Oh, schönes Wetter. Aber ein bisschen kühl ist es. Ich habe immer das Fenster zugemacht im Schlafzimmer, weil mir ein bisschen frustig ist. Ja, mal gucken. Heute wahrscheinlich, als wir passieren, wird so ein richtiger, schöner, fauler Tag sein. Und ab morgen geht es dann los mit der Küche. Und hier. Ich weiß nicht, ob wir es auch gleich morgen holen. Also wir müssen wahrscheinlich zusammen fahren. Und also zu Ikea. Ich weiß nicht, ob wir das gleich morgen machen, zweimal fahren, oder ob wir einen anderen Tag fahren. Aber auf jeden Fall ist nächste Woche, also diese Woche, nächste Woche. Naja, für mich ist heute noch nicht Montag. Naja, gut. Mal gucken, was Tag so bringen mag. Ich hoffe. Guten Morgen. Ich weiß, irgendwie habe ich mich gestern nur einmal gemeldet, kann das sein? Ja, gestern war einfach so ein typischer Montag, so ein Montag-Schontag. Wir haben nichts weiter gemacht. Daniel hat den ganzen Tag erst Musik gehört, hier über den Fernseher. Und danach über Amazon Prime Filme geguckt. Der letzte war richtig gut. The Calling, der Ruf des Bösen. Richtig gut, das wurde. Also der hat mir auch gut gefallen. Auch wenn ich zwischendurch nicht hingucken konnte, weil eklig, aber ja, so ein Serienkiller. Aber der war gut. Und den Schluss kann man wohl nur verstehen, wenn man die DVD hat. Und das Bonusmaterial dafür. Bisschen komisch, weil der Schluss war irgendwie so, ich bin kurz am Schluss eingeschlafen. Aber Daniel ist auch nochmal angucken wollten, nochmal gucken, so wie war das jetzt genau. Haben wir den Schluss nochmal gesehen. Und ja, war halt so ein bisschen merkwürdig. Aber wenn man das Bonusmaterial hat in der DVD, weiß man wohl mehr. Kennt das jemand von euch? Kann man da jemand was dazu sagen? So, nicht in den Kommentaren, vielleicht, wenn jemand es gucken will oder so, sondern einfach so. Privatnachricht oder so, wenn jemand den Film kennt. Und dann wollten wir eigentlich abends Sherlock gucken, diese Special-Osterfolge-Dingens da.
Ich habe die ganze Zeit gewartet. So, jetzt kann man schon mal umschalten. Wie läuft schon? Hat er nicht vergessen, die Uhr da oben umzustellen? Also lief es schon eine Stunde. Sollen wir mal gucken, ob wir das in der Mediathek heute gucken können? Mal sehen, ob das funktioniert. Wäre ja nicht schlecht. Wenn nicht, ich höre mir sowieso irgendwann eine DVD. Da will ich alle haben, weil Sherlock ist toll. Das ist die einzige Serie, die dann und ich gemeinsam gucken. ja. Obwohl es immer viel zu wenig Folgen gibt, finde ich. Es müssten mehr Folgen sein. Aber es sind immer nur drei pro DVD, war das so? Zwei, drei? Das ist doch viel zu wenig pro Staffel. Also ganz ehrlich, das lohnt sich ja kaum. Aber es ist gut. Es ist echt gut gemacht. Nicht so wie diese komischen Sherlock-Filme, die im Kino kamen. Die fand ich ja furchtbar. Diesem Rumgeprügel da und. Oh, nee. Nee, 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 nee. So. Daniel ist jetzt abgeholt worden von meinem Vater zu IKEA. Die werden jetzt IKEA leer räumen. Und jo, ich muss gleich noch die Küche, die Arbeitsplätze freiräumen. Gibt also ein bisschen Kram drauf, damit der Arbeitsplatz danach ausgetauscht werden kann. Und dann geht es weiter mit meinen Regalen. Wer alles heute schaffen, weiß ich nicht, aber heute ist wir groß Action angesagt. Ja, Umbauaktionen. Ohne Ende. Genau. Und dann noch so ein paar Aufbewahrungsboxen, damit ich. Weil ich habe ja meine Klamotten immer Winter, Sommer getrennt, weil sonst ist der Schrank zu klein. Und müsste ich auch wieder machen, aber ich habe nur so eine riesige Tasche. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwann schon mal im Video gezeigt hatte. So eine komische Klamottentasche eigentlich. Aber die ist so dünn, dass die beim ersten Mal schon gerissen ist. Das heißt, wenn ich die jetzt leer räume, dann kann ich sie nicht mehr voll machen, weil die ist kaputt. Die halten irgendwie nicht so richtig. Obwohl die schon teurer war als die andere. Bringt nichts. Jo. Das heißt, hier kommen dann Boxen, die kommen hier oben auf den Schrank. Da, wo jetzt auch die Tasche liegt. Genau. Und gestern gab es wieder Küsschen für die Kätzchen. Also, sie haben irgendwie, ich habe es nicht gesehen, Daniel hat es mir erzählt, dass wir Nase an Nase waren. Die beiden nicht. Mal ist alles friedlich und mal jagt er sie durch die Wohnung. Und heute Morgen auch wieder. Heute Morgen war ich. Musste ich doch vorm Aufstehen auf Toilette. Macht man ja manchmal so. Und ich habe gerade die Augen zu gehabt, mach die Augen wieder auf, steht Mia vor mir. Kann dann mit ins Bett auch und ja. Und dann ging es los. Toben. Er jagt sie. Und einmal hat er sie irgendwie ins Wohnzimmer gejagt und ist dann in mein Zimmer gerannt. Danach kläglich mauzend. Und sie sind daher. Ah ja. Ach ja. Voll süß, die beiden. Das wird schon. Da bin ich mir ganz sicher. So, na gut. Dann werde ich jetzt mal die Küche. Ach, man hat. Ach, die Küche machen. Ich weiß gar nicht, wie viel liegt denn da? Da liegt doch gar nicht so viel. Ich meine, da liegt ein paar Süßigkeiten von mir rum. Ja, das kann sein. All die Löffeleier zum Beispiel und so. Müssten da noch liegen. Ah ja, komm. Ist ja kaum was. Ja. Gut. Also hier, das. Muss weg. Und da ist schon frei. Mehr oder weniger. Also, das ist ja in 2 Sekunden gemacht. Habe ich ja keine Jahre dafür. Na gut. Dann mache ich es jetzt mal und dann gucken wir mal. Die melden sich, wenn sie hier sind. Dann muss ich mit 2 Sackkarren zum Auto latschen. Und dann wird der ganze Kram reingeschleppt. Juhu! Oh Gott, das wird eine Katastrophe. Dann wollen wir mal sehen. Er hat sich zumindest schon mal die ganze Nummer abgeschrieben, sodass sie nicht oben rumwuseln müssen, sondern gleich nach unten gehen können, in die Regale es einladen und dann wieder raus. Und hoffen, dass es nicht so voll ist, aber mitten in der Woche, also an einem Dienstag, obwohl, vielleicht haben wir jetzt noch mehr frei wegen Ferien und so und machen Aktionen. Na, mal gucken. Wir werden das feststellen, wie schnell wir hier sind. Es ist jetzt, wir können ja mal sagen, es ist kurz nach 10. Ja, also 10 nach 10. Nee, ja, 5 nach 10, 7 nach 10. Aber mal gucken, wann wir wieder hier sind. So, 3 Minuten später, jetzt habe ich den Keks runtergeschmissen. Und der Arbeitsplatz ist frei. Jetzt probiere ich mal die Dip-Eier mit Kakaocreme von Aldi. Mal sehen, wie die sind. Ich habe ja mit gerechnet, dass ich auch wieder Löffeleier zu Ostern bekommen würde. Weil ich irgendwie jedes Jahr Löffeleier bekomme. Aber dieses Jahr nicht. Stört auch nicht wirklich, weil ich habe ja hier welche. Ich finde diese Kartons aber so klasse. Dass die da richtige Eierkartons für nehmen. So. Oh, die Löffel sind schon mal anders. Die sind größer als die von
Milka. So. Ich denke, dass meine Mutter zwei Sachen vergessen hat, die wir suchen sollten. Ja, sie nehmen ja. Auch lustig. Das heißt, erwarte ich jetzt noch ein Schmunzelhase, Tütendingens und Ostergummibärchen ab uns. Oh, die kriegen wir bestimmt heute. Ich habe bestimmt meinen Vater mitgenommen. Das ich vergessen. Was ich schon mal gleich merke. Bei Milka gibt es so eine Ecke, wo man den Löffel reinstopfen kann. Das ist hier nicht so. Hier muss ich. Es geht nicht mit einer Hand. Ich muss erstmal ausmachen. Schwierig. Wie kriegt man denn das auf? Mal abbeißen? Ich beiß es mal auf. Schokolade geht schon mal. Creme wird auch für lecker befunden. Eine Stunde später und sie sind da. Ich muss erst mal eine andere Hose anziehen. Ich habe nämlich nur Jogginghose an. So. Kräuterchen, Mia. ja. Die Säckkarre mitnehmen von hier oben, die Säckkarre aus dem Keller holen und dann geht's los. Jo, die beiden sind schon wieder weg. Weil noch Werkzeug holen. Na, was ist das? Was haben wir denn da? So viel Zeug. Muss man erstmal inspizieren, ne? Ja, also die Regalböden und der Aufsatz sind schon mal hier. Hatte ich inspiziert schon mal alles. Bestandsaufnahme. Sekunde. Und hier draußen. Das Billigregal und die Arbeitsplatte. Und die Aufbewahrungsboxen haben das nicht mitgenommen, weil da bleibt auch kein Platz mehr. Hi Schnuffelchen, hi Lusch. Komm mal her hier. Steht da. Was fühlt mich denn jetzt? So ist es. Na gut, dann werde ich jetzt weiterlesen. Ich lese übrigens gerade mein eigentliches Sonntagsbuch. Aber es ist jetzt sowieso alles ein bisschen durcheinander geraten. Aber ich möchte gerne noch lesen. Und zwar Liebe gibt's und Gänse, nämlich das einzige Buch diesen Monat, das nicht auf meinem Sub ist. Weil ich das schon mal gelesen habe. Ich habe es sogar noch mal halb durchgelesen, glaube ich. Bis ich gemerkt habe, das habe ich schon mal gelesen. Das kann doch nicht die erste Band sein, vielmehr. Ja, wo ich dann beschlossen habe, den ersten Band zu lesen. Genau. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich versuche das heute auszulesen. Ich bin jetzt auf Seite 38, 39. Kann noch mal gucken, ob ich es halt schaffe, weiß ich nicht. Und dann morgen, übermorgen halt, wir motten das Licht noch ein bisschen weiter zu lesen. So viel wie ich schaffe. Ja, und ich hoffe, dass das Gewinnbuch die Woche nicht ankommt, höchstens am Freitag. Weil dann hätte ich wenigstens ein Plus minus Null. Obwohl ich noch ein Minus haben wollen würde, das wäre schön, aber man wage es zu bezweifeln, nicht? Dieser Sub, der schrumpft einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Ständig kommt irgendwas dazwischen. Ja, ich sollte einfach nicht zu diesen Mängeln im Blättchen gar nicht hingehen. Am besten einfach ignorieren. Das ist wichtig, weil das kann ich auch nicht. Ich musste wenigstens gucken. Egal. Ich will mir ja eh keinen Stress mehr machen, irgendwie. Also, ich habe also eine Phase, dass man keinen Stress mehr haben will. Mal gucken. Ich werde jetzt erstmal alles ein bisschen lockerer sehen. Versuchen zumindest, aber das klappt dann nur bedingt. Ist halt so. Es geht los! Man sieht dich nur als Silhouette, aber das macht ja gerade nichts, ne? Was? Man sieht dich nur als Silhouette, aber das macht ja gerade nichts, oder? Silhouette. Silhouette. Alouette kenne ich. Was? Alouette. Ja. Die Rede ist mir ganz schön Quatsch, oder? Quatschrede. Suchst du Streit? Wieso denn? Klingt doch. Guck doch, hast du die Platte schon draußen? Ja. Ja? Was willst du denn mit dem Keyboard-Ständer? Als Unterlage für die Arbeitsplatte. Ah ja.
Schon klar. Habe ich gut aufgeräumt? Das hier macht alle klebt oder alle? Festgeschraubt. Festgeschraubt, ja. Habe ich gut gemacht? Naja, geht so. Was? Kann aber nicht wahr sein. Ja. Jetzt kommen die Schubladen schon hierher. Was denn? Nur wenn ich lache. Was macht ihr denn da? Die Klappkiste hast du ein bisschen im Weg gestellt. Da. Was geht, ja? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, das befürchte ich auch gerade. Oh Mann. Feinste Chaos. Ich halte mich da lieber raus. Außerdem werde ich nur im Weg stehen. Ich bin trotzdem neugierig. Ach ja. Was sagst du dazu? Miau. Miau, miau ist nicht. Mia ist gerade abgehauen. Es war ihr zu hektisch hier gerade. War ihr zu hektisch? Ja. Ja, ist klar. Das sieht aus ohne Schubkästen. So, wie kriegt man das Ding raus? Muss die Tasche da oben stehen bleiben oder soll ich die wegräumen? Kannst du wegräumen. Komm mit Tasche. Das Ding ist da oben. Dupti-dupti, hier sieht's auch aus. Vor allem ein Keyboard-Ständer. Wunderschön. Ach, so. Die haben wir doch vorher reingesteckt. Wie kriegen wir das ohne hier raus? Also, hoffe ich mal, dass die hier nicht angeschraubt ist, die Arbeitsplatte in der Mitte. Da ist ja auch nichts zum Abschrauben. Nee, da ist auch nichts. Hm. Juhu, das Feld ist draußen. Da kannst du das Brett ja gar nicht mehr drin machen, ne? Brett? Das hier. Ach, der Quatsch. Nö. Braucht man das denn? Ist das wichtig? Hm. Ach, Puff haben wir nicht. Aber nicht. Hm. Es wird immer voller hier. Da ist unser altes Kochfeld. Alt. Richtig alt. War von Anfang an Schrott. Soll man machen. Jo. Mal gucken. Ich hoffe, dass es nur wirklich besser ist. Ich lese mal weiter. Lass die mal basteln. Ich werde irgendwann meine Regale eindüdeln und habe ich eh noch einen Lügen zu tun mit. Nur das Regal aufbauen, das darf Daniel machen. Jo. Den Rest mache ich dann. Oha, ich komme zu spät. Es ist schon kaputt. Oh. Genau. Und das Loch wird jetzt größer, richtig? Jetzt kommen wir erstmal wieder raus. Wir packen die erstmal rüber. Wenn du fällst, leg mal fest. Aber es ist wirklich nur so hoch wie. Jetzt drehen wir es um. Jetzt müssen wir dann das Fenster wieder aufkriegen. So, und jetzt gucken wir, wie viel wir abschneiden müssen. Und hier legen wir gleich die Alufolie drauf, damit wir einen rechten Winkel haben, nicht dass die Schiffung kommen wird. Ist da so. Alufolie drauf? Ja, ja. Schick. Das nochmal bitte. Mit der neuen Küche lecker gekocht, ja? Würstchen. Würstchen. Ganz super. Mhm. Schmeckt es denn wenigstens mit der neuen Küche richtig gekocht? Viel besser. Oh Gott. So, jetzt haben wir hier noch Chaos veranstaltet und sind jetzt, oh, jetzt habe ich mir nichts auf, und haben, sind auf dem Weg zur Reinigung, um den Kram loszuwerden. Aber ich kann euch ja schon mal das Ergebnis zeigen. Moment. So ist wahrscheinlich besser, meine Güte, diese Hicks auf. Und hier sieht es aus wie Krempel persönlich. Und bis hierhin kann man das jetzt rausziehen und dann kann man das Fenster nicht öffnen. Hier das riesengroße neue Kochfeld. Ja. Chaos. Und noch mehr Chaos. Ja. Und ich hätte Mist gebaut. Da hinten da. Oh, Mist gebaut. Und ich muss was trinken, um diesen Schluck aufzuwerfen. Ja, aber soweit erstmal dazu.
jemand schön gehagelt. Trinken. Ja. Und jetzt fehlen nur noch erstmal das Regal und so weiter und so fort. Aber das muss ja jetzt nicht alles heute sein. Keine Ahnung, ob wir das machen. Erstmal das Chaos wieder beseitigen. Und dann dafür schön die Küche putzen. Yay! Yeah. Ja, und die, wie gesagt, die Regalbretter, die kann ich ja nach und nach reinbasteln. Ich muss bloß zweite Regal, das zweite. Das neue Regal aufbauen. Vielleicht sogar noch heute oder so, muss man mal gucken. Spätestens morgen, hoffe ich. Und da werde ich mich daran machen, die Regale umzuschichten. Jawohl, nochmal Bücher raus und Bücher rein. Aber, oh Gott, ey, dieser Hicks auf. Aber es ist ja nicht so kompliziert. Genau. Ich muss jetzt mal meinen Schluck auch loswerden. Hat er sich nicht wieder bei den besten Plätzen zum Sitzen ausgesucht? Mann, Mann, Mann. Da ich heute schon wieder so extrem müde bin, keine Ahnung warum, gibt es jetzt erstmal Kaffee um 7:45. Prost! Ansonsten habe ich mein Buch ausgelesen. Also liebe Gips und Gänseblümchen, und die sich jetzt rausgeschmissen. Na toll. Da habe ich mir lesen nicht verloren. Klasse. Ich lese jetzt das Buch weiter. Du musst erstmal wissen, wo ich gewesen bin. Irgendwo hier so. Da so. Krass. Was ist denn jetzt? Einfach das Mischungsverhältnis ein bisschen ändern und schon wird es noch besser. Ach. Mit dem Kaffee. Schön. Ist ja nicht so, dass wir keine Einstellung haben, ne? Ja. Experiment-Kaffeemaschine. Oh, oh ja. In die 100. Runde. Wir brauchen Milch. Wir brauchen wieder Milch. Weil ja, wir haben welche gekauft, aber. Das macht nichts, die ist wieder fast leer. Ich hab's gesehen. Ja. Also, wenn ihr euch die Siemens EQ9 holt, ja. Viel Spaß beim Tüfteln, beim Einstellen. Und beim Kaffee trinken. Ja. Aha. Da ist jemand neugierig. Die Blumen müssen übrigens auch noch in die Küche zurück. Stelle ich gerade so fest. Ja, können sie auch gleich. Maut da schon wieder jemand drüben? Ach nee, das ist Mierchen, oder? Oder doch nicht. Da kommt er ja. Der Mauzi. Herr Schnuppel? Ach, ich bin gut, ey. Nicht wahr? Ja. Daniel macht Krach. Billy Regal! Yay! Ich meine noch ein bisschen Chaos. Das wird der Aufsatz. Wahlbretter. Der Daniel. Und Tür weg. Und das ist das Regal. Und der Container steht da. Und die Dinger muss ich mal gucken, was ich die irgendwie in das Regal, was ich mit reinstelle oder so. Schauen wir mal. Ein zugemüllter Schreibtisch. Yay. Ja, so ist, ne? Da stehen noch die ganzen anderen Regalbrillen, aber das mache ich alles nach und nach. Und irgendwie geht es mir heute nicht so. Ich habe schon ein bisschen Halsschmerzen und hoffe, dass es wieder mal nur so eine Eintagessache ist. Ich will jetzt nicht schon wieder krank werden. Das hat mir schon gereicht. Ja, danke für den Schubs. Jetzt kommt der Aufsatz noch auf, die Regalböden rein und dann wie gesagt nach und nach. Bei den dreien ja nicht, da ist ja, sind ja nur die vorgegebenen erstmal drin. Da kommen nicht zusätzliche rein, aber bei einer kommen überall noch zwei Böden rein, zwei Stück. Jupp. Na gut. Dann melde ich mich irgendwann wieder. Freue auf mein Süppchen. Da habe ich jetzt wieder ein neues Spielzeug bekommen. Und es quietscht. Fliegen könnte man vielleicht noch. Egal. Ja, Quietschmaus bekommen. Sind wir jetzt glücklich, Katerchen? Oh ja, ganz wunderbar. Ganz toll, ganz herrlich. Da liegen übrigens Socken mitten im Bild. Die sind nicht von mir, wie man erkennen kann. Oh je, ist es mit irgendwas gefüllt? Hallo? Nö, einfach nur Quietsch. Okay. Nur ja. und findet er wohl toll. Siehst du, ich wollte dir eigentlich ein Dreier-Set bestellen, durfte ich ja nicht.
Was bewusst? Also habe ich jetzt eine nur bestellt, weil ich nicht wusste, wer darauf reagiert. Dafür hast du zwei unnütze. Ja, die Frettchen sollten gefüllt sein mit irgendetwas. Frettchen, Sekunde, ich gehe mal zu den Frettchen. Die Frettchen, nee. Die Frettchen. Die, ja. Schauen wir mal. Was machst du denn da? Ich film dich. Nein. Warum nicht? Es sind nämlich schon 3 Uhr und ich habe heute gar nichts gefilmt, weil einfach nichts passiert ist heute bisher. Stimmt's, Gunnelchen? Ein langweiliger Donnerstag. Ja. Sehr langweilig. Ich bin müde. Oh, ich bin im Moment zu viel müde. Keine Ahnung warum. Ich würde nur schlafen. Ich würde sagen, er macht die Maus. Würde ich mal so denken. Mal sehen, wie lange sie hält. Du musst es schon kommentieren. Kommentieren? Ja, dass das Frettchen doch wirkt. Kater, Socke. Ja. Oh, Socke, Frettchen. Frettchen, Socke. Ja. Genau, irgendwo ein Puder soll da drin sein. Genau, von irgendwelchen Wasabi-Blättern. Wasabi. Und der Kater soll es toll sein. Macht er. Jetzt gucken wir alle zu, jetzt ist er wieder ganz verstört. Ne? Schnapp ihn dir. Wo ist das Frettchen? Mal durch, bitte. Was auch immer er da gerade macht, ich habe keine Ahnung. Ah, da ist er wieder. Und Mia denkt sich, oh Karton, oh Bändchen, oh wunderbar. Flump. Tja, so ist, ne? Mhm. Daniel hat das Frettchen in die Mulde geschmissen. Und Kater war auf dem Flur und hat gesehen, dass da was reingeflogen ist. Der will in die Mulde nicht runter, das ist eine Decke. Deswegen geht er nicht mehr, hat der einen Knall. Aber der war auf der Decke auch schon. Ja, ich weiß. Oh, hier ist er dann. Frettchen! Aber nicht auf mir raufspringen, okay? Kumpel? Na, das überlegt er sich auch. Nicht doch. Lass ihm das doch. Oh, bist du böse? Das ist gemein, ne? Ja. Sag mal, Daniel ist doof. Devi doof. Ne? Sag was dazu. Nee, du sollst was dazu sagen. Tja. Wenn nicht, ne, dann gehst du wieder. Gar nicht? Ich war vor der Wiesel draußen ist. Wiesel? Da ist es wieder. Mit Decke, na Mensch. Genau, schmeiß alle raus. Wenn alle draußen ist, dann kann er sich auch wieder in den Mulde legen. Genau, ne? Ist wieder Platz. Das sieht aus. Vorsicht, nicht runterfallen. Eieiei. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was denn? Ich schmeiß gleich alles raus. Da ist eine Decke, ist eine Decke. Nee. Hallo? Kumpel? Alles klar? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Und jetzt? Oh, Mulde. Oh, Frettchen. Ja, kommt. Zumindest hat es geplumpst. Mhm, er hat es auch gehört. Logisch hat er es gehört. Er guckt schon so schelmisch.
Ist klar. Was war das? Was hat sie gemacht? Oh Gott. Dani hat zwei Katzen an seiner Seite. Wie kommt denn das? Das klappt mir nicht so gut. Naja, Mama. Ach, ein bisschen kann sie schon. So, jetzt geht es doch. Muss der auch nicht. Soll mir ja mal vormachen. Die kennt das doch. Schon sind verkuschelig, war, wenn es lecker liiert, war, mein Freund. So, jetzt lass. Den Rest machen sie selber, hoffe ich doch mal. Er ist böse, oder? Schmeißt du es hier einfach hin? Ein Mierchen. Manche Postboten kommen gar nicht. Manche Postboten kommen gleich dreimal, weil sie einmal Zeitpakete bringen. Dann kurz danach nochmal kommen, wegen einem anderen Paket, was am Auto war. Und jetzt nochmal nach 3 Stunden, 4 Stunden nochmal kommen, um noch ein Paket zu bringen, weil es auch am Auto war. Schwierige Sache. Was ist das jetzt? Was soll ich das wissen? Da steht bestimmt dein Name drauf. Natürlich ist mein Name drauf. Das rennt dann bestimmt an welche Kochtöpfe. Oh Gott! Dieser Kerl macht mich wahnsinnig. Da stehen schon 1000 Pakete wieder auf dem Tisch, sieht man das? Ja, ne? Und jetzt kommt noch eins. Also mit DL habe ich jetzt nicht nochmal gerechnet. Komische Leute gibt es da, ehrlich. Das Paket, was angekommen ist, war ein Schnellkochtopf. Und eine Anleitung, wo auch Rezepte drin sind, aber nicht auf Deutsch. Auf Deutsch gibt es keine Rezepte. Also hat er gerade über das Handy ein spanisches Rezept übersetzen lassen. Und der Rest, also der letzte Satz war so, wenn es fertig gekocht ist, servieren Sie alles in einem Brunnen. Wenn er fertig ist, hau alles in einen Brunnen, das ist sowieso eine Schiene. Oh weia. Jawohl. Sehr gute Übersetzung. Und was gibt's Neues? Ja, es gibt ein neues Rezept. Na denn? Lies mal vor. Keine Ahnung, was das ist, ist egal. Topf. Effizient, wahrscheinlich so heißt der Topf. Nee, das heißt halt. Also Topf, Feuer fängt mit Butter und Cebola fein gehackt. Anschwitzen. Bis sie nehmen etwas Farbe. Sektamente, die Trinkschados, Knoblauch, Mehl, Weißwein, Tomaten und Schneiden montiert und Kapern hinzugefügt werden. Mit Salz und Pfeffer und Fisch und gehackten Perei hinzugefügt. Zudecken und gekocht unter Druck für 5 Minuten. Dann erlauben, leicht und offen abkühlen. Es wird heiß serviert. Moment, erst abkühlen, dann heiß serviert. Wie heißt denn, diese tolle Rezept? Mal kicken. Oh, da haben wir schon. Oh. Und? Hacke Alesiana. Was? Ja, Hacke Alesiana. Das war das tolle Rezept. Ey. Das sind echt tolle Sachen drin, oder? Oh wei, oh wei, oh wei. Echt super tolle Sachen bei raus. Serviert einem Brunnen. Ja. Zum Glück gibt es Google-Übersetzung, ne? Direkt am Handy, live. Kann man eigentlich nicht verkehrt, man kann mal super nachkochen. Also, wenn ihr mal Kochbuch habt, das ihr nicht versteht, kein Problem. Wie sie da liegt. Total witzig. Snum. Das hätte nicht besser laufen können. Hingelegt. Die Raketen haben alle gleichzeitig gezündet. Und du? Was ist mit dir? Du wurdest hier rum. Diesen Mythos können wir oder was? Das war fantastisch. Yay! Yay! Mia ist da unten auf dem Kratzbaum. Ich habe gerade mit dem Kissen gespielt, was da liegt. Und er liegt da oben. Ja, das war knapp. Gerade auch so erwischt. Yeah.
beide auf dem Kratzbaum. Fortschritt, Fortschritt, würde ich sagen. Ne? Mhm. Sagst du dazu? Er hat noch ja nicht davon gemerkt. Er schläft noch. Ist doch egal, du bist dabei auf dem Kratzbaum gewesen. Ja. Gleichzeitig. Wahnsinn. Oh Gott, wie sieht ich überhaupt aus? Wie ein Wischmopp? Ich muss duschen. Na denn? Denn das Badezimmer ist nicht so weit. Ja, ich lese immer noch Wie Motten das Licht. Aber ich bin fast fertig. Noch 25 Seiten circa und dann haben wir es geschafft. Wir haben es gleich 8:30. Oder? 8:10? 8:09? Ich blick bei diesen scheiß Uhr noch nie durch. Aha, es ist 21. Okay, also wir haben 8:10. Ich hasse diese Uhr, wirklich, ich hasse sie. Ist schon blöd, wenn man nicht lesen kann. Ja, die Uhren konnte ich noch nie. Vor allem nicht, wenn die keine Zahlen rufen. Du konntest noch nie Uhren lesen. Nicht diese. Ich mache lieber Mathematik. Andere Uhren ja, aber diese nicht. Nee, die runden nicht. Die ist so rund, die Uhr. Genau. Die Zeit bewegt sich ständig im Kreis, da weiß man nie, wie spät das ist. So sieht's nämlich aus. So. Und ich habe, fiel mir vor einer Stunde oder so ein, dass ich vergessen habe, ein Video für heute hochzuladen. Das speichert gerade, vielleicht ist es auch schon fertig. Und dann muss ich es noch hochladen und dann ist schön. Ich wollte jetzt gerade mal dieses Szenario Kratzbaum filmen, weil das war nicht schlecht. Wo ist sie jetzt schon wieder hinter der Couch? Diese Katzen. Wisst ihr, was mir für eine lustige Angewohnheit hat? Wenn Daniel mit ihr geschmust hat, ja, und das nicht gerade wenig, dann rennt sie danach immer zum Futternapf. Entweder zum Nassfutter oder zum Trockenfutter. Völlig egal, aber sie muss dann immer das Wasser essen. Liebe macht hungrig. Schnurren macht hungrig. Liebe macht hungrig. Und schnurren. Nicht nur top ohne Ende dann. Nach ein bisschen toben ist Mia gerade in der Mulde. So halb zumindest. Ein bisschen hat sie jedenfalls. Ne? Ja, was ist denn los? Das riecht nach dem Vieh wahrscheinlich. Achso. Du meinst, es riecht, aber liegt da unten. Mhm. Ah, machst du bequem, wäre ich. Ja, kannst du da oben auch kratzen. Wunderbar. Schön. Mann. Eine Runde Turm ist angesagt. Katja spielt gerade mit irgendeinem so Deckel rum und sie will auch mitspielen, aber er lässt sie anscheinend nicht oder so. Keine Ahnung, irgendwas ist hier gerade reingestürmt, da hoch und jetzt geht's wieder hin. Hier ist gerade vollkommen Action angesagt. Und da ist das Katja, der mit dem Deckel spielt. Juhu, so schnell bin ich nicht. Mal wieder her, man sieht dich ja gar nicht. Tja, irgendwo hinter den. Ach, da hinten, da wackelt's. Ja. Der spielt schon eine ganze Weile mit diesem komischen Deckel rum. Naja, jedem das Seine. Es klappert schön, rutscht schön. Wunderbar zu jagen. Oh Gott. Und kaum die Kamera ausgemacht, schleppt er aus dem Maul nach draußen. Wozu Katzenspitze kaufen, wenn er auch irgendwelchen Kram nehmen kann, den er irgendwo findet? Sie mit den Kindern. Den kannst du auch irgendeinen Scheiß hinpacken, die wollen sich einen Cola-Keks. Ja. Guten Morgen, was? Ich muss noch einen Start filmen, habe ich gesagt. Es ist jetzt, wie spät haben wir es? 10:30 oder so? Wisst ihr, ich bin sicher. Nicht 9:30 oder 10:30? Keine Ahnung, ich sag es so. Oder so. Betty. Guck mal lieber nochmal hin. Und wir fahren gleich zu Ikea. Kisten kaufen. Ja. Jetzt ist er noch so voll rum. Ja, ist klar. Die Katze war heute in der Kuschelig, vor allem die Diablo. Die kam heute zu mir hier auf die Couch und hat sich voll durchknuddeln lassen nach langer Zeit mal wieder. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Und ich versuche euch mitzunehmen. Mal gucken, was so passiert. Ne? Einfach mal nicken, genau. Ich will nicht vergessen, bei Ikea zu filmen. Nicht eingeladen. Ich habe gerade auch Hotdog gegessen. Und jetzt geht's wieder nach Hause. Wäre ich mal zu Hause geblieben, jetzt habe ich am Montag zur Post mein Buch abholen. So was Bösartiges. Richtig bösartig. Ich hab gedacht, das kommt vielleicht per DHL oder sowas. Dann hätte man es nochmal abgeben können. Aber nö.
keine Pröbchen drin oder was ist das hier? Ich habe mein Nivea-Magazin bekommen. Aber irgendwie scheint das mal keine Pröbchen drin zu sein. Und das ist ein Quatsch. Hallo? Nicht eins? Gar nichts? Doch, da hinten. Toll. Gratis Reinigungstücher. Egal. Immerhin. Also super. Man muss aber zwei Produkte kaufen. Doof. Und der Akku blinkt. Yay! Beide auf dem Balkon. Beide auf dem Balkon, habe ich gesagt. Alle beide? Alle beide. Ach, tatsächlich. Und weder auch auf dem Tisch? Naja, eher auf dem Fensterbrett. Das, okay. Das kommt die, glaube ich, rein. Die guckt schon so, ja. Flup, da ist sie. Jetzt ist der Akku auch leer. Was ist denn das? Ich habe doch gerade einen vollen Akku reingemacht. Der wird doch aufgeladen. Ja. Komische Sache. Ja, du, hör mal auf. Raubtierfütterung. Komm hier. Da wünscht mir jemand was. Komm hier. Ich sehe gar nichts mehr. Mia ist weg. Naja. Der nichts sehen konnte, ist, dass irgendwie gerade beide die Pfote auf seiner Hand hatten. Ja. Gleichzeitig würde man. Gleichzeitig Nase an Nase sich ein Stückchen genommen. Oh, auch und das noch. Und noch zwei da und jeder hat sich eingenommen. Oh. Ja. Geht doch. Ohne Stress. Ohne Stress. Ja, bei Leckerlis haben sie auch keinen Stress. Ja. Bei Leckerlis gibt alles. Da sitzt ihr friedlich, kein Knurren, kein Murren, kein gar nichts. Genau. Ja. Naja, ich lese mal weiter mit meinem Kindle. Ich lese übrigens gerade John Sinclair. Folge 0554, mhm. Handy. Sie kam von den Sternen erster Teil. Genau. Was ist das hier? Chinchillas Reise 67. Was habe ich denn da für einen Zipfel, sag mal? Das nennt sich Haare. Naja, so. Verwirrend. Ja gut, ich bin ja schon fast bei 50%. Das ist mein E-Book des Monats, habe ich ja schon in der Leseliste gesagt. Und werde jetzt weiterlesen. Stimmt's? Er reagiert schon wieder nicht. So, wir haben zwei Videos gedreht, also Neuzugänge und Lesermonat. Daniel guckt jetzt irgendwie Batman über Amazon Prime. Das bin ich erstmal hier. Ich lese immer noch John Sinclair. Ich möchte auch gerne das Hörbuch aushören. Das Hörbuch hören. Was noch klappt, weiß ich nicht. Und mir komme ich mit John Sinclair nicht ganz so schnell voran. Okay, ich habe vor einer 2 Stunden geschlafen. Egal. Muss man sehen. Wenn nicht, dann ist er morgen dran. Ist ja jetzt kein Stress, ne? Na gut, dann gehe ich wieder rüber und lese. Ich bin schon bei irgendwas zwischen 60% und 70%. Irgendwie sowas. Genau, von daher, das schaffe ich bestimmt heute noch. Und den Rest muss man eben mal gucken, ob ich das Buch selber noch hören kann oder nicht. Und danach ist Nora dran. Ja. Bis dann. Hallo. Samstag. Ich suche gerade meinen grünen Stift, also den von hier, den dunkelgrünen, der so aussieht wie der und finde ihn nicht. Habe keine Ahnung, wo er ist. Und die beiden waren heute auch schon wieder lustig. Ja. Mia wollte ganz, ganz mutig. Katja saß draußen auf seinem Platz da. Und auf dem Kreisbaum draußen. Und sie setzt sich auf einmal dazu. Das fand er aber nicht so toll. Dann sind sie dabei reingerannt. Und vorne hat sie ihn angesprungen. Nachdem er sie vom Gras runtergejagt hat. Also das ist eine schwüle Action. Ja. Aber sonst ist wieder alles gut. Mal können sie aufeinander zugehen, ohne dass irgendwas ist. Und mal den Herd ist nicht normal. Was? Du machst das Ding an, hier in 2 Minuten. Eine Minute. Schmeißt eine Flasche und brät. Krass. Das ist jetzt gut? Ich denke schon. Und ich finde meinen Stift nicht. Ich bin vorne losgelaufen, hab meinen Würfel geholt. Und finde meinen Stift natürlich nicht. Weil ich habe wieder, es ist wieder April und April heißt wieder, ich habe ja Lust, mein Zeug hier wieder zu machen. Und dazu brauche ich einen grünen Stift. Den hatte ich gerade. Ich hatte ihn gerade in der Hand gehabt. Ich habe gerade hier Landschaft geschrieben. Landschaft, Doppelpunkt. Und dann habe ich meinen Würfel geholt. Und jetzt ist der Stift weg. Und dann, ich habe die Stifte nicht mitgenommen, glaube ich jedenfalls.
könnte mal gucken gehen, aber ich glaube, ich habe ihn nicht mitgenommen. Das ist alles eng. Zint. Gib mal Stift wieder. Ist klar. Nee. Hier liegt er nicht. Aber Daniel hat gerade gesagt, wir gehen morgen ein bisschen raus. Das heißt, wir werden morgen ein bisschen Geocaching machen wahrscheinlich, weil hier um die Ecke zwei Sachen sind. Und ich ja schon die ganze Zeit gedrängelt habe, dass ich das machen will. Und weil er da hingehen möchte, wo diese beiden Sachen sind, werden wir es wahrscheinlich morgen machen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich morgen doch wieder filmen. Mal gucken. Weil das ist schon etwas Neues. Ich kann es dir versprechen, aber es wäre möglich. Mia, wo ist mein Stift? Sagst du mir, wo mein Stift ist? Oh, eine Kamera. Da muss man mal reinrennen. Ja. Keine Ahnung. Ich finde ihn einfach nicht. Ob ich jetzt mal einen hellgrün nehme? Ich glaube schon. Sonst komme ich hier gar nicht weiter. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Ich hatte mir nicht, dass ich mit euch ein bisschen rede, dann finde ich nebenbei den Stift wieder, aber er ist weg. Ich weiß nicht wohin. Der ist verschollen. Komische Sache. Von ein paar Sekunden später, ja? Ist der immer weg? Wie geht denn das? Ist auch nix. Frech. Echt frech. Na gut. Dann nehme ich jetzt den hellgrünen und mache ich jetzt ein bisschen weiter. Gelesen habe ich ein bisschen. Ich lese ja seit gestern an und ich habe Sinclair ausgelesen und lese jetzt Noah. Aber bis morgen auf jeden Fall auf 50 Seiten in das letzte Geheimnis. Weil ich mich morgen mit der Annie austauschen möchte. Da fehlen mir noch 50 Seiten zum ersten Mal quasseln. Und Lisa fängt halt den Nachmittag damit an. Und da ich eh noch davon renne, ist das alles kein Problem. Kriegen wir schon auf die Kette, ne? Guti. Und dann werde ich jetzt hier mal ein bisschen weiter basteln. Ich will ja nichts sagen, aber ich nehme gerade den hellgrünen Stift aus dem Kästchen und hebe nochmal das Polster hoch. Und was finde ich da? Den grünen Stift. Herrlich. Dabei habe ich da vorhin schon geguckt, aber nicht hochgehoben, sondern nur so lang gefühlt. Und es hat wahrscheinlich gereicht. Guten Morgen. Oh, was? Oh. Nehmt euch in Acht. Was? Also, wir beide haben für heute ein Hörbuch gehört. Ja. Sehr steines Leidwesen. Also, es gab ein Tag und zwei Leben, Episode 3. Ja. Aus gar nicht Daniels. Oh, ja, aber wir haben es komplett geschafft und er hat durchgehalten, mehr oder weniger. Ja. Ja. Und jetzt lese ich erst einmal hierin weiter. Es wird immer langweiliger, das Gefühl, ich weiß auch nicht. Weil ich mich ja morgen mit der lieben Annie austauschen möchte, wie es denn bisher so ist und so. Nachher werde ich den hoffentlich auch noch in Noir weiterlesen können. Muss ich mal gucken. Schauen wir mal. Ich dachte, ich mache erstmal hier bis zu 120 Seiten und dann ist schön. Der Akku blinkt schon wieder, ist doch alles nicht normal hier. Stimmt, wir haben gestern viele Videos gedreht, also zwei lange Videos. Da wird der Akku schon mal schwach. Na gut, dann wechsle ich jetzt eben mal den Akku. Und ja, ansonsten ist nicht viel passiert heute, ne? Was passiert? Was? Nicht viel passiert, habe ich gesagt. Nicht passiert? Na. Sonne ist weg. Die Sonne ist weg. Die geht unter, weißt du? Nein. Manchmal geht die Sonne an einem Tag auch unter. Warte, und am die nächsten. Sonne, sie geht unter. Ja. Hört nicht auf die Stimmen, sag ich ja nur. Das ist manchmal von Vorteil. Ja, stimmt's, Katerchen? Findest du nicht auch, dass es von Vorteil sein kann? Er geht seiner Wege. Wie immer. Klappt doch mit den beiden. Beide auf der Couch zum Streicheln. Jetzt muss er hier nur noch anfangen zu schnurren, dann wäre das auch noch schön. Hallo, wir sind auf dem Weg zum Geocaching und wir können nämlich gleich hier rüber. Ja. Und haben schon unser erstes Ziel hier irgendwie. Aber jetzt müssen wir gucken, wo hier was versteckt ist. Wahrscheinlich hier irgendwo, schätze ich jetzt einfach mal. Na, irgendwo ein bisschen erhöhter, wie es aussehen soll. Plastikdose wahrscheinlich. Plastikdose. Meinst du, die ist noch da, ja?
Müsste eigentlich. Irgendwas war ja erhöht und ich gehe mal von der anderen Seite ran. Nein, nein. So, wir gucken mal von hier, weil es ist irgendwie berankt und Ich hab sie! Ich hab sie! Haha. Komm raus da, du komische Dose. Ich hab sie! Mein erstes Geocaching. Hey. Halt mal fest. Nein, 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 das ich halt fest und mach auf. Nein! Und du guckst rein. Fiesling. Oh, schön mit Panzertape zugeklebt. Oh. Das Dornröschenbu. Wie genial. Ja. Haben wir keinen Stift dabei? Gibt's mal Stift drin? Nein. Dann, wir haben keinen Stift dabei. Oder hast du einen Stift dabei? Ferkel. Mal gucken. Ein Zinn. Verschimmelte Nüsse. Ah, ich glaube, die machen wir mal raus, die vergammelten Nüsse. Nichts für ungut, aber. Nee. Das ist schon ein bisschen ekler. Bestimmt ja. Von hier unten. Wahrscheinlich. Na gut. So, dann machen wir das mal wieder rein. Müssen wir nur einen Stift suchen. Ich habe einen Stift dabei. Ich vielleicht auch, mal gucken. Ich habe keinen Stift dabei. Du hast keinen Stift dabei? Ich glaube nicht. Ich habe immer einen Stift dabei. Ah, immer hast du einen Stift. So, wir machen gleich nochmal weiter, ne? Stift gefunden. Ja. So, jetzt müssen wir es noch eintragen irgendwie. Ja. Ah. So, gucken wir mal. Film ab, Dornröschen. Yay. Na gut. Also wir tragen uns jetzt hier ein. Falls noch jemand keinen Stift dabei hat, hat Daniel jetzt einen Bleistift hier reingemacht. Nö. Nö. Kommen wieder rein. Alles wird verstanden. Und weiter geht's. Das ist hier eigentlich gleich nebenan auf diesem verwitterten Spielplatz. Was? So kleine, so kleines Café aufmachen, oder? Vielleicht noch eine Kugel Eis oder so. Kugel Eis? Sehen die so ganz ungesund noch? Ja, kommen wir da überhaupt noch rauf? Weiß ich nicht, ob wir da rauf kommen, aber das sah ja genauso aus auf diesem Ding. Ja, ich weiß nicht. Haben sich alles dicht gemacht. Ich glaube, die haben das bestimmt trotzdem da versteckt. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber du kommst ja da nicht mehr rauf. Ja. Vielleicht kommen wir ja da hinten irgendwie rein. Wir gucken mal. Wir klettern über diesen Zaun. Ich hasse Klettern. Oh Gott. Aber wir haben noch gar keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe mich online vergessen zu gucken, wie das Rätsel war, weil es soll wohl Rätsel-Cache sein. Ich habe keine Ahnung von nix. Stehen wir hier. So, wir haben es erstmal abgebrochen, weil wir nicht wussten, wo. Außerdem waren da noch Leute und ach. Ja. Aber zumindest einen Cache von zwei gefunden. Das war schon mal viel wert, oder? Wir haben es geschafft. Und es war lustig. Wir haben uns eingetragen. Ich muss diesen Cache nur noch loggen, so heißt das Ding, glaube ich. Ja, geht los. Wir sind jetzt beim dritten Versteck. Beim dritten haben wir dank Hilfe von einem Hundebesitzer auch den Cache gefunden. Ja. Juhu. Betty stand davor, war schon in die Ecke reingekrochen. Ich hab's nicht gesehen. Hast mit dem Fuß wahrscheinlich schon runtergetreten und hat es immer noch nicht gefunden. Nicht, aber ja. So. Böse versteckt. Ja, wir waren erst am falschen Baum. Vielleicht sollten wir einen anderen Baum legen, da findest du die anderen wenigstens wieder, ne? Wer weiß. So, heute ist immer noch der 3. April. Ja. Der letzte Eintrag vom 20.03., ne? Also gar nicht so lange her. Und irgendwann seit Anfang 2014 liegt das Ding schon rum. Ja, im April, im März waren ganz schön viele hier. Mhm. Muss ich mal so sagen. 15 jetzt oder was? Jetzt nee, im März? 16, ja. Okay. Haben sie halt übersprungen. Also dieses Jahr waren generell schon viele hier. Ja. Mann. Ja, spricht sich langsam rum, wa? Das ist witzig. Oh, hier hat jemand schon mal vorgetragen vom 3.2.17. Oh, schon vorgetragen, ja. Ich komme dann nochmal wieder. Ja, sehr genial. Ja. So. Da ist die Box. Was ist da noch drin? Da ist nur eine Klammer, zwei Klammern. Na, man sieht ja in dem Entschuldigung. So, also eine Klammer mit Mariechenkäfer und. Und ein Pin. Boy. So. So. Schön verschließen wieder. Zumachen. Die kleine Moderdose. Ach ja, ekelhaft. Hier. So, ich versteck's dann wieder und bis dann.